Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, spannenden und hoffentlich auch unterhaltsamen Kaffee-Date. Und heute ist wieder meine liebe Freundin Astrid Weichhold mit dabei. Und als besondere Special Guests haben wir heute auch Klaus Reinhold und Daniela Dörnert mit dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, und wir wollen einfach eine Art Bewusstseinstalk machen über bestimmte Themen. Wir wollen vielleicht auch mal ein bisschen genauer über Naturwesen sprechen, über die Bewusstheit, die in der Natur drin ist, in den Elementen, in den Wesen. Und vielleicht kommen wir da noch ein Stück weiter. Und ja, mich würde das mal ganz stark interessieren und ich weiß gar nicht, an wen ich das Wort. Ich reich's mal, Astrid, an dich weiter. Was sind deine Erfahrungen mit Naturwesen oder ja, was fällt dir da dazu ein? Gute Frage. Also Naturwesen sind für mich genauso real wie Menschen, absolut. Und ich hatte leider noch nicht das Glück, dass ich wirklich eine sehen konnte. Aber sowohl Rainer als auch Noemi, mein Mann und meine Tochter, haben beide schon welche gesehen. Und mir dann so viel davon erzählt, von dem sie nichts wissen konnten, von dem ich aber schon gelesen hatte. Und da war für mich noch klarer, die sind um uns rum und kommen halt auch gerne zu den Menschen, von denen sie wissen, dass sie sich dafür interessieren und deswegen, für mich sind die ganz real. Schön. Ja, Klaus, magst du vielleicht ein bisschen noch was und Daniela, ihr ergänzen, also vielleicht auch diese Unterschiede zwischen, ja, was es da so gibt? ja, fange ich mal an. ja, es ist, ich finde die auch total faszinierend, weil die auch so, das ist ja wie so eine eigene Welt, die sich ja so darstellt und teilweise überschneidet sich das beides. Und das ist dann können wir mal die sehen oder die sehen uns mal. Und jeder kann aber wieder in seine eigene Welt zurückgehen. Und manchmal sieht man es, denke ich, in gewissen Zuständen auch. Also ich sehe zum Beispiel manchmal im Alltag, wenn ich in den Fernseher schreibe oder so, wenn so eine kleine Fee oder so nur diese Flügel schwirren sieht oder so. Oder im Halbdunkel, im Schatten, dass man so ein paar Schattenwesen sehen kann, die dann über die Straße schreiten. Und wenn man mag, kann man natürlich damit in Kommunikation gehen oder es einfach nur beobachten. Und das finde ich schon sehr spannend, so dass es auch diese anderen Ebenen gibt, die auch so in die dann noch in der Erde sind und dort sich so ganze Welten aufbauen. Und dass diese Wesen auch so völlig anders aussehen wie wir und auch ganz andere Lebenszyklen haben wie die meisten von uns. Und das finde ich echt spannend. Könntest du da ein bisschen was dazu noch beschreiben, wo da die Unterschiede liegen und die Sichten lesen? Ja. Also sie haben ja, dadurch, dass sie in einer anderen Ebene sind, sind sie ja meistens nicht so ganz vollständig sichtbar. Also man muss sich dann schon ruhig irgendwo hinsetzen und den Blick dafür öffnen und sich in diese Ebene quasi einschwingen, so, dass man die wahrnehmen kann. Das meiste zum Beispiel, da ich sehr gerne natürlich diese physische Ebene hier so unter uns Menschen wahrnehme, und auch die Materie im Vollen sehen möchte, ist auch so, dass man sich dann schon ein bisschen drauf fokussiert und mehr es spürt, dass die Wesen da sind. Und es ist diese Art, wie manche sagen, telepathische Kommunikation dann so stattfindet. Das ist diese Wahrnehmung, ah, da ist jetzt jemand und ohne dass ich den unbedingt sehen muss, kann ich mit dem kommunizieren oder was für ein Wesen dort ist. Das haben wir beide auch manchmal, wenn wir durch den Wald gehen. Dass wenn sich Laub plötzlich ganz komisch bewegt oder so, ganz entgegengesetzt des Windes. Und dann kommt so wie so eine Sprache auch raus und so Töne kommen durch. Und dann merkt man, ah, hier ist jemand, der darauf sich aufmerksam machen. Oder schmeißt irgendwie einen Stein vor uns oder so. Das ist schon ganz kuriose Sachen, die uns dabei begegnen, wenn man sich dafür so öffnet und die Wahrnehmung dafür sich geschult hat oder auch einfach da offen für ist für sowas. Und dann fällt einem sowas echt gut zu. Und dann kommt es natürlich auch die Tagesenergie auch ein bisschen an. Und dann läuft das, wenn man in guter Stimmung dazu ist. Im Wohnraum liegt es ja auch ganz viel an der Freude.
Also mir geht es zum Beispiel so, mir ist es überhaupt nicht wichtig, die zu sehen, sondern so, wie es bei mir auch hier mit allem ist, liebe ich immer das Spüren und das Miteinander. Und ich gehe dann immer durch den Wald oder bin im Garten und dann nimmt man die verschiedenen Abschnitte wahr. Hier sind gerade jetzt mehr Wesen, die sich in der Luft bewegen, die eine feinere Energie haben. Dann merkt man so richtig diese Schwere von diesen Erdenergien, von diesen Erdwesen, die mit mir immer sehr gerne in Kommunikation treten und mich auch immer gerne im Garten ärgern, dass man dann gerade am Arbeiten ist und dann dreht man sich um, macht einen Schritt und einmal liegt da eine Hake, die da vorher gar nicht liegen konnte und auch gar nicht so liegen konnte, wie sie dann da liegt. Und naja, und dann treiben sie ihren Schabernack damit und freuen sich dann, wenn ich mich auf die Nase lege. Gott sei Dank passiert mir dann immer nichts. Oder dass ich spazieren gehe und dann plötzlich kommt ein Stein und der dann genau unter meinem Schuh landet, unterm Hacken, zack, umknicken. Und dann merkt man richtig, wie sie dann am Straßenrand sitzen und sich die Finger reiben, so habe ich immer das Gefühl. Und sich freuen, ja, wir haben es wieder geschafft, in die Materie von denen einzugreifen. Genau. Also das ist so. Und ich finde immer das so herrlich, dieses Miteinander zu spüren und einfach dieses Fühlen dabei. Und zum Beispiel, wenn man irgendwo, wir haben hier eine schöne Ecke, wo wir immer spazieren gehen, da fließt so ein kleiner Bach lang. Und wenn man da dann sitzt, dann merkt man dann diese ganzen Luft und die Wasserwesen und wie sie miteinander in Kommunikation sind. Dann merkt man die Wesen von den Pflanzen drumherum. Dann merkt man hinter sich im Wald die eher erdverbundenen Wesen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend und sehr schön, sich einfach so ja, darauf einzulassen. Und für mich ist immer wichtig, das Genießen dabei. Mhm. So, diese Freude ja, einfach ja, genau. Und das Miteinander. Dieses, diese Naturverbundenheit, die wir Menschen so ein bisschen, oder viele Menschen ein bisschen verloren haben so, und sich in ihren Karussellen bewegen. Und da spürt man einfach diese pure Freude an der Natur, dieses Leben und Miteinander und dieses Spiel. Die sind unheimlich verspielt, diese Wesen, weil sie irgendwie anscheinend den Tat auch nicht so ernst nehmen wie wir. Passieren noch viele tolle Sachen dann auch. Und wenn man sich so ganz richtig schön, also so geht es mir, darauf fokussiert, dann kann man die dann auch entsprechend dann sehen. Das sind dann abends im Schatten zum Beispiel, sieht man manchmal so Gnome zum Beispiel, die auch dann sich in ihren Welten bewegen. Und die sind meistens nicht im direkten Licht, sondern wenn die sich irgendwo hinter einer Säule im Schatten verstecken, dann kann man die wahrnehmen ganz gut. Und wobei die auch bekannt sind für ein bisschen Schabernack. Also die sind gerne, dass die auch Menschen ein bisschen ärgern. Und ist manchmal nicht so spaßig dann. Aber es ist wieder, das ist ein Teil dieser Ebenen. Und wenn man damit auch jetzt nichts zu tun haben möchte, dann kann man das eben auch sagen, nee, das reicht mir, mehr möchte ich nicht. Und einfach sich dann in seinen Raum wieder bewegen. Also was ich gemerkt habe, was wirklich, was ich ganz erstaunlich fand, ist, ich kann zum Teil die Baumwesen wahrnehmen, aber wie ihr vorhin gesagt habt, wenn man in ganz bestimmten Bewusstseinszuständen ist, so eher so ein bisschen schläfrig oder meditativ oder was auch immer, und da bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, auch am Abend im Dämmerlicht, und dann habe ich auf so einen Baum geschaut in Gedanken, und dann hat mir ein Gesicht entgegengeschaut und ich habe wirklich nochmal hingeschaut und das Gesicht war richtig so, die hat mich gesehen, ich glaube echt, die hat mich gesehen. Ja. Und das war wirklich von beiden Seiten so ein Erstaunen und so ein, ich glaube so oft, dass wir so viele Dinge gar nicht wahrnehmen, die wirklich um uns rum sind oder weil wir eben so in unserem Alltagsbewusstsein so oft in Gedanken wo ganz anders sind und zu selten vielleicht noch in der Form von Entspannung sind, dass wir das dann auch wirklich mit Liebe oder mit Humor, wie ihr zwei, so nehmen können. Ich glaube, bei mir wäre der Moment, wenn ich dann über so eine Hake fliege oder so, schon noch dieses, geht es eigentlich noch, bis ich dann vielleicht realisiere, die haben mir das jetzt gerade da hingelegt. Aber ja, ich glaube auch, das ist so ein Bewusstseinswandel und so ein wirklich so ein Zulassen. Also ich finde es auch nicht immer lustig. Also wenn ich mich im Garten bewege und die dann Schabernack mit mir treiben und wirklich nonstop man das Gefühl hat, es bewegt sich immer einer hinter einem, jedem Schritt, egal wie man sich dreht und bewegt und geht immer mit, dann stelle ich mich auch schon mal hin und sage, ist mir dann auch egal, wer mich dann sehen könnte, jetzt reicht's aber. Ja, wirklich. So, ja. Dann bin ich ja gerne mit den Nachbarn. Da würde ich gerne unsere Nachbarn sehen. Also wir haben hier Gott sei Dank kaum welche, aber wenn, ist mir das auch völlig egal. Hast ja auch recht. Voll.
Ich finde auch spannend jetzt auch so in Märchenbüchern, die man damals, die Grimms Märchen und so weiter, was man so dort gesehen hat und dass sich da unheimlich viel deckt. Also wenn man jetzt auch die Wesen dann so wahrnimmt und sieht von ihren Eigenarten und das deckt sich echt mit diesen Märchen und da kann man echt viel, wer sich in diese Welt mal eintauchen möchte, einfach mal diese Märchenbücher sich angucken, wie diese Wesen auch teilweise aussehen. Und da deckt sich unheimlich viel. Es war auch viel interpretiert da drin, aber das müssen in früheren Generationen schon so gewesen, dass sie viel mehr Kontakt miteinander gehabt haben, wie das in manchen anderen Ländern ja im Moment ja auch noch ist, in Island oder so, wo dann wirklich die Städte auch danach ausgerichtet werden für diese Wesen, dass man wirklich diese Wege nicht kreuzt oder auch die Stadtplanung ganz anders läuft. Und ich finde, das könnte man hier auch so ein bisschen machen, dass man, wenn man ein Haus baut oder eine Siedlung plant, so ein bisschen auf die Natur eingeht und eine Symbiose baut. Und ich glaube, dann entstehen keine Planstädte, sondern richtig schöne, organische, neue, wundervolle, schöne Gärten. Das wäre echt spannend, wenn man sowas umsetzt. Oder auch alleine in der Holzwirtschaft, wenn eben beschlossen wird und geplant wird, dass eben ein Teil von einem Wald jetzt abgeholzt wird, wenn man dann danach da durchgeht. Für mich ist das immer ganz furchtbar, weil dann nehme ich immer wahr, diese Traurigkeit von den Baumwesen, von denen, die nicht bereit gewesen sind zu gehen oder auch die Luftwesen, die dann mit einem Male nicht mehr die Möglichkeit haben, dort in ihren Ebenen ihre Häuser, ihre, wie man das sich auch immer vorstellen kann, sich zu bewegen. Und das ist immer, finde ich, ganz, ganz, also für mich ist das immer ganz schlimm erstmal. Ich stelle mich dann immer hin und spiegel dann ganz viel Liebe und Freude und Wohlsein und dass sie bestimmt auch irgendwo in der Nähe noch was ganz Neues, Wunderschönes finden oder dass sie was Neues machen. Und manchmal funktioniert das auch ganz gut, muss ich sagen. Also, dass man dann eben wiederkommt und da spazieren geht und dann merkt man mit einmal, da hat sich da was Neues entwickelt und da ist was Neues und dann diese Freude auch dabei und dass die einen auch wahrnehmen und wie du auch schon sagst, in dieses Miteinander gehen und sich freuen, so, ups, die haben mich gesehen. Ja, es ist auch so, man merkt auch so diese Schocksituation dann von dem, wenn so ein ganzer Wald abgeholzt wird. Wir hatten das jetzt im Harz hier gehabt, auch was du gerade erklärt hattest, an so einem schönen See, der so, wo man ins türkisfarbene Wasser reinschaute, über dieses Moos von dem Waldboden, der total weich ist, wo man fast barfuß laufen kann. Und ein paar Tage später kamen wir hin und da waren keine Bäume, nichts mehr, alles plan gemacht. Und das war, da hat man richtig diese Traurigkeit von den Wesen, von den Bäumen gespürt und dass es, manche waren zwar die Bereitschaft da, die wussten, was passiert, aber andere Wesen standen noch daneben und haben gemerkt, oh Gott, was ist jetzt passiert, wo sollen wir hin, was ist jetzt passiert, unsere Kommunikationsebenen sind abgebrochen. Und das ist schon, aber da merkt man auch, dass es dann auch so eine Bewegung reinkommt in was Neues wieder. Und das ist interessant immer zu beobachten, wenn man das außerhalb des Dramas dann neutral betrachtet. Ja, ich glaube, der Blickwinkel spielt auch immer eine ganz große Rolle. Mhm. Also ich erlebe das oft so, auch wenn ich jetzt an gefällten Bäumen vorbeigehe, dass es schon auch ein gewisses, wie soll ich sagen, ein Einverständnis da ist. Mhm. Also ich glaube, wir als Menschen, wir vermenschlichen das halt immer so ein bisschen auch, dass wir sagen, wir so viele Gefühle da hinein rein interpretieren und ich glaube, dass diese Wesen sehr viel oder diese Bäume oder was auch immer sehr viel mehr in ihrer Harmonie sind und das akzeptieren, dass sie sich in diesem größeren Bewusstseinsfeld noch aufhalten, wo sie mit alle Bäume miteinander verbunden sind und mit allem Leben und mit der Natur verbunden sind und das dann ein viel größeres Feld ist von Bewusstsein und von Akzeptanz und von Annehmen, wie es ist. Das ist das, was ich auch vorhin meinte, wo mit diesem mehr Planen und mehr darauf eingehen, was Klaus gesagt hatte, dass man mit so einem Wald auch in eine Kommunikation tritt.
Und so mache ich das zum Beispiel auch im Garten und dann eben so auch wahrnimmt, so, wer ist jetzt bereit zu gehen, wo möchte auch was Neues hin, wer macht Platz, wo ist ein neues Angebot da und wer nicht. Und bei dem speziellen Wald war es jetzt so gewesen, da war ein Teil wirklich bereit und hätte man da in diese Kommunikation mehr reingegangen, dann hätte man ein paar stehen gelassen. Und das ist das, glaube ich, was wir dann auch so wahrgenommen haben, diesen Schock und diesen Schreck. Also das beschreibst du genau, also so sehe ich das auch. Das ist so dieses Miteinander und viele sind wirklich bereit, also immer ins Drama zu gehen, das ist sowieso hier nicht das Ding. Nee, das ist, also man, wie gesagt, das ist auch so, diese, das ist fast so, teilweise manche Baumwesen oder Bäume inszenieren das quasi, dass die dann den Link an den Menschen geben, ja, jetzt ist Zeit, den Wald zu holen, jetzt kann man das was Neues anfangen und bauen was Neues auf, weil die Zeit auch in den Bäumen ist auch sehr viel alte Informationen gespeichert, auch viele, viele emotionale Sachen von den Bäumen aus, das, was denen früher passiert ist oder was für Spiele angeboten worden sind. Und in denen ist sehr viel gespeichert, auch die Leute, die durch den Wald gegangen sind und so weiter. Und das ist irgendwann auch, beendet sich manchmal darin, dass so ein Baum auch dann gefällt wird und was komplett Neues gepflanzt wird. Es kann ja auch sein, dass dieser Baum an einer anderen Stelle neu entsteht, durch das Wurzelnetz und das ganze Netzwerk, was dort unter in der Erde ist. Dort ist aber zwar diese gespeicherte, feste Materie, die erstmal scheinbar stirbt und weggeht, geht aber woanders wieder neu auf mit komplett neuen Informationen, die in die Welt getragen werden. Und so sehen wir das eigentlich. Ja. Was ich wirklich schön fand, war hier, haben wir den Lech und die Wertach. Und das sind wirklich zwei recht große Flüsse. Und hier wird sehr viel renaturalisiert. Und wir haben ganz kilometerlange Badebäche, sind so Abzweigekanäle von diesen beiden Flüssen, wo man wirklich reinspringen kann und kilometerlang einfach nur dem Kanal lang schwimmen. Und da wurden ganz viele Bäume gefällt. Aber was das Ergebnis war, war, dass ganz unglaublich viele Bürger auf die Straße gegangen sind und da wirklich rote Laternen draufgestellt haben auf die Baumstümpfe und da war ein Feld von Liebe und von Wertschätzung, wo ich gedacht habe, wow, also wenn das jetzt vorgebracht hat, dann ist es ja perfekt eigentlich. Ja. Kriege ich gleich Gänsehaut. Ja, das ist so eine Verbindung und dass da merkt man auch, dass die Menschen immer mehr in diese Verbindung gehen und das ist echt toll. Schön. Ja. Ja, was verbindet uns eigentlich? Also es gibt ja diese Theorie, sage ich jetzt mal, dass wir selber auch schon Tiere oder Bäume waren oder Pflanzen, dass wir deswegen auch so eine starke Verbindung haben, weil wir das sozusagen auch so ein Stück weit in Erinnerung, im Bewusstsein irgendwo haben, ein Stück weit. Wie erlebst du das, Klaus? Hast du das in deiner Erinnerung auch so, dass du vielleicht mal Einzeller warst? Oder glaubst du, dass wir als dieses Bewusstsein schon gar nicht diese Erfahrung machen mussten, also in diese einfachen Bewusstseinsformen zu gehen und sie zu erfahren? Also das ist auch so, wenn wir auch auf die Erde kommen, dann lesen wir auch ganz viel von diesen Feldern aus und diesen Ebenen von den Pflanzen und so weiter, können Informationen draus ziehen und dadurch kommt dieses Gefühl, diese Verbindung zustande, dass wir das auch selbst, als wenn wir das erlebt hätten, weil wir haben es in dem Moment erlebt, weil wir die Informationen für uns rausgezogen haben. Aber in meinem Fall war es nicht so gewesen, dass ich vorher im Vorfeld zum Beispiel eine Pflanze oder ein Tier hier schon mal war, wie das in manchen Religionen ja auch so dargestellt wird, dass man wie so ein Karma-Ebenen durchgeht, dass man zuerst eine Schnecke war, dann ein Grashalm und irgendwann zum Menschen mutiert ist. So sehe ich das also für mich nicht, weil ich ja, wie gesagt, schon die Änderung habe, bevor ich hierher gekommen ist und diese Planung und diese Vorbereitung auf dieses Menschsein für mich im Fokus war. Ich aber wiederum auch für andere Planeten auch Ideen geliefert habe. Aber speziell gibt es da andere Schöpfer, die hier sind, die auch für Pflanzen ja, verantwortlich oder die mitgestaltet haben oder Ideen mit integriert haben, das in zusammen mit Absprache mit den Erdschöpfern und genauso der Erdschöpfer ja auch viel Information von anderen Planeten hat, wo, wie die Pflanzen sein könnten und das ist ja sehr geballt hier auf der Erde und ja, so sehe ich das, dass es eben
wir das über Felder auslesen, diese Information kommt, sich das wie unser Eins anfühlt, weil wir das auch adaptieren können. Aber wir sind dann schon so ein autarkes Wesen, was nicht diese Schleifen durchgemacht hat. Okay. Daniela, du, hast du noch irgendwas ergänzen? Eigentlich nicht. Also im Grunde hat Klaus das schon genau so erklärt und so sehe ich das auch. Also wir kommen hierher und basteln uns diesen wunderschönen, wundervollen Körper, der wir sind. Und für mich ist es auch so, dass vom Gefühl her, dass ich vorher noch nie hier gewesen bin. Also in keiner Art und Weise, ob jetzt als Tier oder als Baum oder als Mensch vorher. Ich denke, es ist definitiv möglich, wenn aber nicht vom vollen Bewusstsein her. Wie Klaus sagt, wenn jetzt Schöpfer mit dran beteiligt sind, diese Idee zu haben, hier zu sagen, zum Beispiel, wir Ringelblumen. So, wir kreieren jetzt hier mal Ringelblumen. Die bringen wir jetzt mit dir her, weil die sind super toll, die haben die Eigenschaften. Und dann sagt sich ein Schöpfer von dieser Gruppe, weil meiner Meinung nach sind es immer Gruppen, die sowas machen, dass der sich dann sagt, okay, ich gehe jetzt mal ins Ringelblumen da unten hin und gucke mir das mal aus der Perspektive an. Wie ist das denn? Das ist ja dann auch eine kurze Geschichte, weil so eine Ringelblume ja dann auch nicht so lange lebt. Und wenn ein Kind kommt, der die ganz toll findet, dann pflückt die. Und dann guckt man sich das noch eine Weile an, bis man dann ja von der Materie zerfallen ist und nicht mehr da ist. Mhm. Das, denke ich, ist schon definitiv möglich, aber es ist oder auch ist so. Mhm. Aber nicht, dass man jetzt irgendwas durchläuft von einer Hierarchie, das nicht. Und ja, also ich für mich kann sagen, ich bin das erste Mal hier und einmal ist super toll und wundervoll und ich möchte auch ganz lange hier bleiben, aber dann gibt es auch wieder was Neues. Ja. Genau. Nee, also als Schöpfer kann man sich durchaus auch als Blume oder als Stein oder als Statue irgendwo darstellen oder als Baum, um das auch eine Perspektive zu haben. Manche haben auch nicht die Lust, jetzt einen menschlichen Körper zu bauen und diese Bewegung, die wir als Mensch haben, sondern möchten einfach einen Einblick über eine gewisse Sichtweite, Perspektive hier haben. Und die könnten sich dann durchaus irgendwo als Statue irgendwie auch mit ihrem Licht dort reingehen oder das sogar so installieren, dass es für eine gewisse Zeit dort vorhanden war, um dort sich einen Link zu setzen und zu beobachten. Das ist auch durchaus gang und gäbe, dass das so gemacht wird. Und man kann sich natürlich auch als Schöpfer aufteilen und beides machen oder sich in Beobachterrolle irgendwo reinsetzen, dass man dort aus einer Perspektive sich beobachten kann oder Informationen abspeichern, um sich Erinnerungen irgendwo zu halten und auch sich wieder Erinnerungen zu holen. Da gibt es sehr viele surreale und kreative Möglichkeiten, wie wir uns hier entfalten können, zeigen und spielen können. Ja, schön. Ja, Astrid, magst du noch irgendwie was ergänzen? Oder? Für mich ist wirklich die Erinnerung ganz, ganz stark da an all die Vorleben, die ich schon hatte oder gleichzeitigen Leben, die ich habe. Und für mich sind die so präsent, dass ich für meinen Teil sagen kann, die machen aus mir momentan das, was ich gerade bin. Weil je mehr Einzelheiten ich bekomme, noch von diesen Bildern und von diesen wirklich von diesen Gefühlen, die ich da auch hatte, desto mehr kann ich hier dann davon wieder mit reinbringen und umsetzen. Und also ich war definitiv schon ganz oft hier. Und ja, und es ist großartig. Aber tatsächlich, da verstehe ich Daniela, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich sofort Ja schreien würde, wenn es heißen würde, und wie sieht's aus nochmal? Nochmal Eltern, nochmal Kindheit. Ich glaube, also wenn man die Macht, die wir haben jetzt, mal gespürt hat, die wieder abzugeben und zu sagen, jetzt sind wieder zwei Leute für uns zuständig, die mit uns eigentlich machen können, was sie wollten irgendwie, dann, ich glaube, also ich bräuchte das nicht mehr. Wenn besteht denn noch die Möglichkeit, dass man sich ja komplett als fertiger Mensch, Erwachsener in dem Alter, was man möchte, hier eben sein Leben erschaffen kann. Also das geht auch definitiv.
Bedarf ein bisschen mehr Vorbereitung, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, das alles so zu gestalten, dass das dann auch alles passt und dass das dann so aussieht, als ob man Eltern gehabt hat und ein Vorleben hatte und eine Schule besucht hat und etc. Also das ist definitiv möglich, aber im Moment noch der Einzelfall. Also es sind noch nicht so viele, glaube ich, die das gemacht haben. Kennst du jemanden auf dem? Nein. Ja. Aber es ist so ein Gefühl, dass dieses für mich passt dieses Wissen und dieses, diese Wahrheit dahinter, die passt für mich einfach, weil wenn man sich mal unsere eigene Macht, wie Astrid das gerade gesagt hat, anschaut und wenn wir daran reinfühlen können und andocken können, wo wir, wenn wir in unserer Ganzheit sind, was da uns alles für Möglichkeiten offen stehen, die ja hier durch das Spiel, wie es hier funktioniert, eingeschränkt werden, was ja auch das Tolle ist, dass wir dazu definitiv in der Lage sind. Plus, ich denke, dass es eben in der Vergangenheit oft auch noch spannend gewesen ist, sich einfach als Baby mit der normalen Geburt und das Gesamte durchzumachen, hier auf die Erde zu kommen, weil es einfach auch dann spannend ist, denke ich, einfach mal zu sagen, ja, man ist dann komplett hilflos, komplett auf andere angewiesen und das kann ja eigentlich gar nicht so schlimm sein, das kann ja auch was Tolles sein und das mache ich jetzt mal mit. Oder nochmal, so wie man es möchte. Ja. Was wirklich schon erfahren habe, ist, dass ganz viele von uns, die so im spirituellen Bereich sich, sich so inzwischen so, ich weiß gar nicht, was das Wort ist, präsentieren oder wohlfühlen oder eben darin arbeiten, dass ganz viele davon sich eine ganz krasse Kindheit ausgesucht haben, um Erfahrungen zu machen, die wirklich, also ich finde, nichts für Anfänger ist. Und ich habe wirklich, also da alleine zu denken, dass ich das nochmal durchmachen müsste, gut, aber vielleicht ist es ganz anders, wenn man wieder auf Seelenebene ist oder sicher ist es da ganz anders und da nimmt man halt diese Gefühlspalette nicht mehr so wahr. Und deswegen würde man vielleicht tatsächlich nochmal Juhu schreien und nochmal eins draufsetzen. Aber wenn wir dann im Körper sind und uns daran zurückerinnern, dann ist es eben schon ein zweigleisiges Schwert, finde ich. Ja, wobei Bewusstsein ja nie, du kannst nie einen Schritt zurückgehen. Also ich denke, bei der nächsten Inkarnation nimmst du alles das, was du ja jetzt an Erfahrungen als Gesamtpaket hast, wieder mit in das nächste Leben und dann werden viele Dinge einfacher werden, die du jetzt erfolgreich gemeistert hast, sozusagen. Und von dem her. Also eigentlich ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber zum Beispiel mit meiner Tochter hatte ich jetzt schon einige Inkarnationen und wir haben uns in jedem Leben gegenseitig umgebracht. Und in diesem Leben haben wir beschlossen, mal in eine Kombination zu gehen, wo ich ihre Mutter bin und dadurch eine bedingungslose Liebe entwickeln sollte, die eben dazu beitragen durfte, dass ich das alles mal ganz anders sehen kann und weder Eifersucht da reinkommt oder sonst irgendwas. Und dadurch konnten wir das gut in die Heilung bringen. Aber als sie noch ganz klein war, war dieser Hass, den sie mir entgegengebracht hat mit 1,5 Jahren, wo sie eben noch in diesem Zwischending war, noch so präsent und so großflächig, dass ich wirklich nicht wüsste, ob sie, wenn sie gekonnt hätte, mich nicht wieder umgebracht hätte. Einfach aus diesem alten Ding raus. Und sogar mein Mann war damals wirklich noch überhaupt nicht mit all dem involviert. Und der fand das ganz schlimm. Der konnte überhaupt nicht begreifen, was da eigentlich passiert. Wieso dieses Kind so einen Hass auf mich hat. Und ich selber wusste es natürlich auch noch nicht, weil ich mit all dem da noch überhaupt nicht war, mit all den Themen mich noch nicht gut genug auskannte. Und ja, ich habe damals wirklich glücklicherweise Menschen kennengelernt, die mir da dann weitergeholfen haben, so dass ich alles verstehen konnte. Aber da helfen manchmal tatsächlich Rückführungen und um sowas dann begreifen zu lernen, warum jemand einen hasst oder warum dein Kind dich nicht mag und ablehnt oder deine Mutter oder deine Schwiegereltern oder wer auch immer. Und das finde ich tatsächlich manchmal so intensiv, dass ich, wie gesagt, mir nicht sicher bin, wie ich das diesmal empfinde, wenn ich wieder gehe.
Ja, das ist schon eine sehr komplexe Sache auch, dass auch das mit wer und wie sich hier trifft und auch oder wie wir uns gegenseitig spiegeln und was wir doch für Felder aufbauen, das ist schon eine enorme Sache, was wir machen können. Wir können ja auch dann auch in die Dimension ja auch zurückgehen. Also wir müssen nicht immer auf dem Level, dass wir immer aufsteigen und immer höher gehen. Und wir haben uns ja in gewisser Form ja schon zu 100% erkannt und wissen, was unser Ursprung ist und wissen, was wir sind, was für Potenziale wir haben. Und da machen wir aber auch dann manchmal diesen Rückschritt, dass wir dann nochmal eine Ebene oder eine Welt besuchen, die ja sehr schwierig ist. Und um das noch aus Freude, aus Aspekt von sich heraus, das nochmal zu erleben oder vielleicht sogar dort was von sich zu erfahren oder auch mit diesem Planeten was zusammen zu machen, um ganz andere Felder und ganz andere Sichtweisen zu haben und entwickeln. Das ist ja immer nicht so aufsteigen oder so heißt ja nicht das Drama hinter sich lassen oder dass es dort ein besser geht oder dass es so eine heile Welt ist, sondern aufsteigen bedeutet für mich auch manchmal mehr von sich zu erfahren und manchmal durch schwierige, scheinbare Situationen ein Gefühl für etwas zu kriegen oder sogar eine Entwicklung von Bewusstsein zu erstellen. Das ist schon sehr komplex alles. Da könnten wir, glaube ich, Monate vor dem Video drehen. Das ist so viel Informationen sind da drin. Das ist Wahnsinn. Ja. Weil du gerade sagst, mit der Erde zusammenarbeiten, das war so ein bisschen gerade Stichwort noch. Vielleicht, dass ihr einfach noch ein bisschen was über euer Projekt erzählt, aus sich selbst heraus. Das fände ich noch ganz interessant, was ihr da an Impulsen hier für uns alle. Große Sache. Ganz viel spannende Themen, was wir jetzt auch, ja, wo wir darüber auch sprechen. Uns wird es ja auch bewusst sein, was Menschen den Link zu sich selber, zu ihrem Körper, zu dem ihren Sein bekommen möchten. Und dort wollen wir denen das vermitteln, dass die zu sich finden, die Menschen. Und, ja, für mich ist immer so, das Leben kann so leicht sein. Ich selber bin ja als hochsensibler Mensch auf die Erde gekommen, habe vieles wahrgenommen, konnte es nicht einsortieren. Vieles wird mir heute erst klar, immer wieder neue Sachen. Und wenn man dann so versteht, wie alles funktioniert drumherum, dann möchte man einfach gerne, dass jedem, der möchte, der bereit ist, mitgeben, um für sich in ein leichteres und einfaches Leben zu kommen. Das heißt nicht, dass die Dramen verschwinden, die Dramen bleiben, aber für mich ist immer sowieso das Leben zu nehmen wie ein Schiff. Man ist mal oben auf der Welle und man ist wieder unten, aber man weiß auch, man kommt wieder hoch. Und alles mitzunehmen und zu genießen und sich anzuschauen und bewusst weiblich zu sein, bewusst zu erkennen, bewusst wahrzunehmen und auch in eine Verbindung zum eigenen Körper zu sein. Und das ist das, was wir eben wirklich mitgeben möchten und die Freude am Leben. Und die Leichtigkeit am Leben und die Magie am Leben. Und manchmal auch das Erkennen in den negativen Sachen, was für Potenzial da drin steckt. Wir versuchen das irgendwie in einer Schublade zu pressen und das zu, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte und muss immer positiv denken und dann in diese Positivrichtung reingehen. Aber wenn man das einfach mal, das Potenzial vielleicht in den Sachen, die man nicht wahrnehmen möchte oder verdrängt, was da für ein Geschenk dahinter ist, um noch mehr zu machen, dass man dieses Auf und Ab, diese Welle, ein bisschen balanciert und für sich seine Mitte findet, in seinen Raum zu kommen, in seine Größe und Freude und einfach dadurch einen neuen Schwung kriegt im Leben und auch neue Projekte angehen, neue Ideen bekommen für sich selber und sich darüber entdecken kann. Da haben wir ganz viele Werkzeuge und Möglichkeiten, wie wir das an die Hand geben können und die Leute, Menschen für sich in ihrer Freude sind. Und einfach Spaß haben am Menschsein und am Hiersein. Und ja, das ist toll. Da haben wir auch richtig Spaß dran, das zu vermitteln. Und das kann man bei uns in den Workshops und Webinaren dann auch erkennen und sehen. Und wo man dann natürlich mit den Menschen direkt arbeiten kann und unsere Spiegelung, unsere Präsenz, die in dem Moment da ist, auch sich ja quasi gezeigt wird. Und unser Gegenüber kann das dann in sich entdecken und in der eigenen Wahrheit integrieren. Ja. Und das hat ganz viel Potenzial.
und wichtig auch im alltagstauglich. Ja, alltagstauglich. Nicht irgendwas Fiktives, was ich erlerne, wo ich mich regelmäßig hinsetzen muss, irgendwelche Übungen machen muss, sondern wie integriere ich das in meinen Alltag? Wie integriere ich das auf meine Arbeit während des Essens? Wenn ich Körperpflege betreibe, wenn ich spazieren gehe, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, wenn ich die Rolle auf der Arbeit habe, im gesamten Paket, was unser Leben wirklich ausmacht, wie man das dort eben leicht und einfach integrieren kann, ohne in irgendwas tun zu müssen, irgendwelche Übungen, irgendwas regelmäßig zu tun. Das ist immer so etwas, was mir selber auch immer aufstößt, weil spätestens nach einer gewissen Zeit nervt mich das dann an. Dass man etwas über einen längeren Zeitraum braucht in seiner eigenen Geschwindigkeit, um es im Körperbewusstsein zu integrieren, das ist klar. Aber eben, das muss nicht sein, dass man da irgendwas Spezielles für tut, sondern nur einfach die Aufmerksamkeit und die Bewusstheit auf sich und mit sich einfach und auf sich. Ja. Ja, die guten Dinge sind immer die einfachen Dinge. Ja, genau. Ja. Das ist die einfache. Ja. Einfach. Ja, schön. Ich denke, das war schon eine schöne Runde. Ja. Und ich danke euch allen ganz, ganz herzlich. Und ja, ich werde deine oder eure Website unten natürlich gern noch ein Video verlinken, ebenso die Kontaktdaten von Astrid. Und genau, und freue mich auf unser nächstes Coffee Date. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Ja, vielen lieben Dank. Ja, danke euch. Tschüss. Tschüss.